Weil, was kann man so? Blub, blub. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich warne euch jetzt schon mal vor, Lukas Hund ist zu Besuch und es könnte sein, dass ihr die Nelly, so heißt sie, im Hintergrund ein paar Mal hört. Die schläft nämlich direkt neben uns, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich zeige euch heute meine Top 10 Favoriten aus der Drogerie und ich zeige euch wirklich nur die Produkte, die ich mir immer wieder nachkaufen würde, die ich mir schon tausendmal nachgekauft habe. Und die ich euch natürlich vom ganzen Herzen empfehlen kann. Ich hoffe, ihr bleibt dran und habt ganz viel Spaß beim Video. Jeder von euch, der mich schon länger verfolgt, weiß Bescheid, denn diese Wimperntusche ist meine All-Time-Favorite-Wimperntusche. Das ist die Colossal Volume Express Mascara von Maybelline Jade. Ich glaube sogar, dass es meine allererste Wimperntusche war, die ich jemals hatte. Und ich bin irgendwie bei der geblieben, weil die meiner Meinung nach die Wimpern am längsten macht. Die ist tiefschwarz, hält den ganzen Tag. Die ist übrigens nicht wasserfest. Ich mag wasserfeste Wimperntuschen nicht so sehr wie die nicht wasserfesten eben, weil das leichter beim Abschminken ist. Also die kann ich euch echt ans Herz legen. Ich weiß, bei Wimperntusche ist es immer so ein bisschen eigen. Es kommt immer darauf an, was für eine Wimpernstruktur man hat, was man selber so für ein Typ ist, welches Ziel man haben möchte am Schluss. Aber das ist eben mein Favorit und auf den will ich gar nicht mehr verzichten. Das All About Matte Puder von Essence ist mein All-Time-Favorite, was Puder angeht. Damit setze ich seit Monaten oder seit einem Jahr locker schon jeden Tag, jeden Abend, egal was ich vorhabe, meine Foundation und meinen Concealer. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe bisher noch kein besseres Puder gefunden. Nicht mal das, was ich vom MAC habe, kommt an das hier ran. Probiert es echt mal aus. Bei mir creased es überhaupt nicht in die Fältchen. Das heißt, wenn ich meine Concealer damit setze, beziehungsweise schwöre ich euch, dass euer Concealer am Abend genau da sitzt, wo er sitzen soll. Und das finde ich einfach echt am wichtigsten bei einem Setting-Puder. Und deshalb wird das immer bei mir im Schminktisch liegen. Was Foundation angeht, bin ich etwas offener geworden. Damals habe ich immer nur die Perfect Match Foundation von MAC benutzt. Ich dachte, was Besseres gibt es bestimmt nicht, bis ich gemerkt habe, wie schnell die leer geht. Ich meine, Foundation benutze ich wirklich jeden Tag und auch nicht zu wenig, nicht zu sparsam. Und habe eben in der Drogerie einen guten Ersatz gesucht und auch gefunden. Ich liebe nämlich derzeit die Perfect Match Foundation von L'Oreal. Allgemein probiere ich sehr gerne mal verschiedene Foundations aus. Also schreibt mir gerne mal eure Lieblingsfoundation in die Infobox. Vielleicht ist da ja auch was für mich dabei. Ich finde übrigens auch, dass diese Perfect Match Foundation nichts für ölige oder fettige Haut so geeignet ist. Ich habe sehr trockene Haut und wenn ich mein Gesicht, nachdem ich Make-up aufgetragen habe, nicht gründlich setten würde mit Puder, dann würde ich sehr glänzen den Tag über. Also ihr könnt es ja mal ausprobieren, aber ich glaube, dass es eher was für trockene Haut ist. NYX gibt's ja jetzt auch in der Drogerie und ich bin sehr happy darüber, denn mein Lieblingsconcealer derzeit ist der HD Concealer von NYX und zwar in der Farbe CW03. Der deckt einfach super gut, rutscht nicht in die Fältchen und ich kaufe mir den gerade zum dritten Mal schon nach. Yeah! Jetzt kommt mal wieder so ein All-Time-Favorite-Produkt von mir. Das habe ich mir schon 100-mal nachgekauft und es hält auch so lang. Und das finde ich auch immer so schön, wenn man was aus der Drogerie kauft, nicht zu viel Produkt davon braucht, weil es echt spitze ist. Und zwar geht es hier um eine Eyeshadow Base. Die ist von Essence, das ist die Isle of Color Intensifying Eyeshadow Base. Die ist sehr hell, wie man vielleicht sehen kann. Das ist auch noch ein großer Vorteil, denn wenn man das hier schon aufs Lid gibt, braucht man entweder nur noch einen champagnerfarbenen Farbton auf dem beweglichen Lid oder man lässt es so. Das sieht super aus. Es deckt nämlich die Äderchen ab und ist gleichzeitig ein perfekter Primer für den Lidschatten. Und die benutze ich jeden Tag und da ist total viel drinnen, nämlich 4 Milliliter. Ich glaube, wie lange habe ich das schon? Bestimmt schon seit ein paar Monaten und die hält immer noch. Also spitze, wirklich spitze. Das ist Lukas Hund, die Nelly putzt sich und freut sich so sehr, dass sie bei uns sein darf, dass sie andauernd mit ihrem Schwanz auf den Boden schlägt. Hört ihr das? Ohne gemachte Augenbrauen kann ich das Haus nicht verlassen. Da verzichte ich lieber auf Concealer, ich sag's euch. Ohne Augenbrauen fühle ich mich so ungemacht und
ungeschminkt und nicht so wohl, dass ich darauf echt nicht verzichten kann. Und da liebe ich die von Maybelline. Das ist der Brow Satin Stift von Maybelline. Der hat nämlich hier einen Stift und einen Lidschattenapplikator. Super praktisch. Und ja, so lange hält der jetzt bei mir nicht, muss ich sagen. Also ich kaufe mir schon alle 2 bis 3 Wochen einen neuen, aber halt dann auch immer den, weil der echt von der Farbabgabe spitze ist. Man muss ihn nicht anspitzen, das mag ich nämlich nicht so, wenn man den als Stiftform hat und in der Früh hat man es eilig und muss den noch schnell anspitzen, dann findet man den Spitzer nicht und mit einem stumpfen Augenbrauenstift die Augenbrauen richtig präzise zu malen, ist jetzt auch nicht so das Leichteste, meiner Meinung auf jeden Fall. Und da finde ich es halt super praktisch, dass man den nur rausdrehen muss, wieder reindrehen, Stöpsel drauf und fertig. Ich habe erst vor circa einer Woche was Neues für mich entdeckt. Und zwar ist es eine Contouring-Palette. Es ist nicht die von NYX, sondern die von Essence. Ich glaube, die ist ein bisschen neuer in der Drogerie. Das ist die Get Picture Ready Contouring-Palette. Und die finde ich wirklich klasse. Die Farbabgabe ist 1A. Auch der matte Ton ist spitze. Ich meine, warum muss es immer Schimmer sein? Es soll ja nur highlighten und die Partie praktisch hervorheben. Und das tut so ein matter Ton auch. Und viele mögen ja so Glitzer im Gesicht gar nicht. Und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen. Highlighter, Bronzer und Contouring in einer Palette. Das ist so cool zum Reisen oder auch nur hier für ab in die Tasche. Und ich glaube, für diesen Preis findet man einfach nichts Besseres im Vergleich. Ich bin auch total in love mit dem Highlighter von Essence. Ich kann euch nicht sagen, wie begeistert ich war. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wenn nicht, dann schaut in Snapchat vorbei, denn dort swatche ich euch die ganzen Sachen nochmal. Ich bin das nicht so gewohnt. Also was Highlighter angeht, muss ich zugeben, dass ich da schon mehr so auf der High-End-Seite bin. Weil die Highlighter aus dem High-End-Bereich haben schon eine echt heftige Farbabgabe und ich stehe total auf Bam, Bam, Glitzer, Glitzer. Und dieser Highlighter ist genau mein Ding. Er glitzert so geil und hat voll den schönen Champagnerton. Oh, der ist einfach nur wunderschön und man braucht auch nicht zu viel Produkt. Das heißt, total vergleichbar mit Mary Luminizer meiner Meinung nach. Top. Was die Farbabgabe angeht, ihr merkt schon, worauf es bei mir ankommen muss bei einem guten Produkt. Diese Lidschattenpalette von Essence, das ist die All About Bronze Eyeshadow Palette. Die ist der Burner. Die Farbabgabe, die ist spitze. Die Lidschatten sind gegossen. Ich kann euch hier mal ja zeigen. Seht ihr, ich bin nur einmal reingegangen. Das ist spitze. Aus der Drogerie kenne ich sowas wirklich nicht. Auch was Lidschatten angeht, bin ich mehr so bei Urban Decay. Aber diese Palette ist der Knüller. Und wenn ihr dann auch noch euren Pinsel ein bisschen anfeuchtet und dann erst in die Farbe geht und das dann nachträglich auf euer bewegliches Lid gebt, dann schimmert ihr so schön. Das verstärkt nämlich nochmals die Farbabgabe. Und diese Palette ist der Hammer. Ich habe heute auch mein Augen-Make-up damit geschminkt und ich bin wirklich hin und weg, weil ich nicht damit gerechnet hätte, wie gut pigmentiert die ist. Viele, die mir auf Snapchat folgen, wissen ganz genau, was für ein MAC Lippenstift-Junkie ich bin. Ich habe aber jetzt einen super Dupe für euch und ich bin so unglaublich happy, dass ich die habe. Vor allem für den Alltag sind die einfach nur spitze. Und zwar sind es die Matt 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 Lippenstifte hier von Essence. Ich kann euch nur eins sagen, die Haltbarkeit schon alleine ist der absolute Hammer. Wie auch bei manch anderen Produkten, die ihr davor schon gesehen habt von mir, halten die den ganzen Tag. Die Pigmentierung ist der Hammer. Und ich kann euch nur eines sagen, ich habe hier gleich schon mal 2 Dupes für euch. Und zwar die Nummer 02, Matt Matt Matt, ne? Ist ein absoluter Dupe zum Velvet Teddy von MAC. Ich habe die vorhin schon mal verglichen gehabt. Hammer. Also jeder, der Velvet Teddy von MAC toll findet, kann sich gerne mal diesen hier anschauen im DM, denn der sieht schon fast genauso aus. Noch ein Dupe wäre die Nummer 01 von derselben Reihe. Und zwar ist das der perfekte Dupe zum Lippenstift von MAC, Kinda Sexy. Also auch das ist eine meiner Lieblingslippenstifte von MAC, Kinda Sexy. Wunderschöner Nude-Ton. Aber diese hier kommt einfach fast genau an die Farbe ran. Und mein letzter Dupe, das war's aber dann, ist dieser Ton. Und zwar ist das die 05 Matt 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 Ruby Woo. Leute, ich sag nur eines. Ruby Woo von MAC, ich glaube, den kennt jeder. Und das ist so ein toller Rotton und genau den hat Essence jetzt auch und ich finde es einfach nur toll. Das waren jetzt meine Top 10 Favoriten aus der Drogerie, in die ich mich frisch verliebt habe oder die ich mir auf alle Fälle immer wieder nachkaufen würde. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was eure Top 5 oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir auch eure Top 10 Lieblingsprodukte aus der Drogerie
Drogerie mal in die Kommentare schreiben. Und was ich gerne von euch hätte, ist, dass ihr mir mal eure Lieblingsfoundation in die Kommentare schreibt, weil ich, wie gesagt, immer mal wieder gerne eine neue ausprobiere und da ziemlich offen bin, was es angeht. Und ich liebe Tipps und allgemein so ein paar Empfehlungen. Ich hoffe, ihr gebt diesem Video jetzt nur noch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat natürlich. Und jeder, der neu ist, da würde ich mich natürlich auch drüber freuen, wenn ihr mich abonniert. Kostet auch nichts und tut nicht weh. Und ihr könnt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen. In Snapchat werde ich euch auch gleich die Swatches nochmal genauer präsentieren. Und allgemein nehme ich euch dort überall hin mit, was gerade so ansteht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Ciao!